Ja, liebe Zuschauer, 3 Grad und ein Hauch von Winter hier an den Elbwiesen. Wir drei sind uns einig, am letzten Aprilwochenende vorm 1. Mai wird es definitiv vom Wetter her besser. Wir wollen über das Maibaumsetzen sprechen. Bei mir ist Sven Vater und Tilo Kalkreiber. Zum dritten Mal findet das Maibaumsetzen hier an den Elbwiesen statt. Organisiert wird es vom Gewerbeverein. In Vollmontur kann man jetzt sagen. Wie setzt sich zusammen, dass jetzt Herr Vater als Gewerbevereinmitglied hier dabei ist? Wir hatten letzten Montag Vereinsversammlung und auch die Wahlen, die wieder anstanden. Und dort hat sich Herr Sven Vater bei uns vorgestellt. Und wir haben einstimmig beschlossen, dass er ein Vorstandsposten, in dem Fall Stellvertreter von mir, wird und geworden ist und das auch angenommen hat. Und jetzt lassen wir Taten folgen. Maibaum setzen. 3 Tage lang wird hier an den Elbwiesen richtig was los sein. Vielleicht können wir kurz ein bisschen was zum Programm sagen. Samstag ist Start, oder? Genau, am Samstag soll Start sein. Und wir versuchen natürlich ein Querfeldein-Programm irgendwo zu machen. Das heißt also sowohl für die Jugend als auch für die Familien, also auch ein bisschen was für die älteren Leute soll dabei sein. Und wir beginnen am Samstagabend mit den Schwarzkittel Five, mit einem kleinen Konzert. Es ist möglich, dass wir viele Unterstützer haben, viele Sponsoren, die uns aus der Stadt dort oder die hier in der Stadt ansässig sind und werden also hier erstmal ein kleines Konzert veranstalten. Am Sonntag wird dann das traditionelle Maibaumsetzen sein. Tagsüber wird natürlich wieder wie in den letzten Jahren der Familientag sein, wo also ein buntes Treiben ist von Quadfahren bis Hüpfburgen bis Banshee-Run und was es alles so für Veranstaltungen dann hier gibt und für Möglichkeiten gibt für die Kinder. Das Spielmobil vom Hanno wird wieder dabei sein. Also wie gesagt, buntes Treiben in der Hoffnung auf viel, viel besseres Wetter als jetzt gerade eben. Und zum Abend dann eben der Maibaum, der gesetzt werden soll. Und dann soll noch ein Lampion-Umzug stattfinden für die Kinder. Also nach dem Maibaumsetzen, wenn das Feuer angeht, geht es nochmal quer durch die Stadt mit der Feuerwehr gemeinsam. Das THW wird da sein. Und von der Seite her wird es also wieder eine hochinteressante Geschichte. Und der Ausklang wird natürlich der 1. Mai sein. Und dort wird das Familienfest, seinen Auslauf nehmen. Und ja, viele Pirner kennen sicherlich die Veranstaltung schon aus den zurückliegenden Jahren. Seit 3 Jahren oder jetzt zum 3. Mal hier an der Elbe. Der Umzug, glaube ich, vom Marktplatz hier runter hat sich ausgezahlt. Auf alle Fälle konnten wir den Bürgern und Leuten hier in der Stadt mehr anbieten, viel mehr an Attraktionen, die die Kinder und die Erwachsenen nutzen können. Ja, es ist natürlich immer der Mai, ist ja so der Beginn irgendwo des Frühlings, wo man irgendwo sagt, alles ist grün und so weiter. Und da ist es natürlich nie ganz so schön, auf dem Marktplatz auf Pflastersteinen zu sitzen, wo hier unten die Birken blühen und alles irgendwo grün und schön ist. Und dann macht das natürlich viel mehr Spaß und eine ganz andere Atmosphäre als mitten auf dem Marktplatz. Eine andere Atmosphäre, ein Programm für Alt und Jung. Viel wird geboten, Konzert, Unterhaltung, Spiel und Spaß für die Familie. Wichtig zu erwähnen ist, glaube ich, noch, das Ganze ist kostenfrei. Es ist ein Großteil der Fahrgeschäfte kostenfrei und Hüpfburgen, der eine oder andere, was die richtigen Highlights sind, ist ein kleiner Obolus zu zahlen. Aber es ist wirklich für jeden was da. Ja, liebe Zuschauer, für Sie heißt es jetzt Termin vormerken, das Wochenende vor dem 1. Mai, Maibaum setzen. Kleines Volksfest kann man schon fast sagen, hier auf den Elbwiesen in Pirna. Und wir drei müssen uns jetzt noch verständigen, wer das mit Petrus klärt. Sie. Wir hoffen, uns drücken alle die Daumen für das gutes Wetter.